Hallo zusammen, das ist mein YouTube-Kanal. Ich bin Marco hier aus Spanien und heute reden wir über einen 100 Kilometer Weltrekordversuch von Jim Walmsley. Jim Walmsley ist ein Ultra-Running-Athlet aus den USA, ja, der Großes vollbringt und sein Weltrekordversuch ist es, die schnellsten 100 Kilometer zu laufen auf der ganzen Welt. Der aktuelle Rekord hat ein Japaner, Kao Kasami, der den Rekord in 6 Stunden, 9 Minuten und 14 Sekunden hat. Das heißt, es galt, den Rekord zu brechen. Das Ganze hat sich in den USA abgespielt, ja, mit der Marke Hoka One One, die auch Schuhe und Kleidung produziert. Und dort galt es, diesen Rekord eben zu brechen. Jim Walmsley, der bekannt ist als Ultra-Trail-Athlet auf der ganzen Welt, hat die ersten, sagen wir mal, 40 Kilometer in der Gruppe gerannt und danach war er nur noch alleine, da er nur noch der Einzige war, der dieses schnelle Tempo, ja, sagen wir mal, halten konnte. Speziell war auch, er hat sich wehgetan an der Schulter, er ist an einem Zaun hängen geblieben und es kam viel Blut raus und ganz, ganz viele Probleme aufgetreten eben mit dem Blut, aber er hat trotzdem weitergemacht, ja, und jetzt stellen Sie sich vor, liebe Leute, er hat das Ganze dann in 6 Stunden, 9 Minuten und 25 Sekunden gemacht, also nur ein paar Sekunden langsamer als der Japaner, 6 Stunden, 9 Minuten und 14 Sekunden, also zwischen 14 und 25 Sekunden war der, war die Differenz, also ganz, ganz verrückt. Aber man muss auch den Leuten sagen, wer läuft 100 Kilometer? Es sind bei einem Speed zwischen 3,41 pro Kilometer, was wirklich schnell, super schnell ist. Das machen manche noch nicht mal auf 100 Meter, ja, oder auf einen Kilometer. Und das 100 Kilometer halten ist also eine große Leistung, das psychologisch auch, sag ich mal, durchzuhalten. Eine Wahnsinnsleistung von dem Ultra-Trail-Athleten. Und ja. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wie gesagt, ich bin Marco. Momentan bin ich in Spanien, bald in Frankreich unterwegs. Und ja, ihr könnt mich abonnieren. Einfach auch einen Kommentar da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und sage ich schon mal bis bald. Okay, Leute, ciao.